Als die Hussiten sich im 15. Jahrhundert gegen den römisch-deutschen Kaiser und die katholische Kirche erhoben, standen sie vor einem Problem. Ihre Kämpfer waren mehrheitlich einfache Bauern und Stadtbewohner, die zu einem großen Teil keine militärische Ausbildung hatten und nur mit einfachen Werkzeugen wie Mistgabeln oder Dreschflegeln bewaffnet waren. Ihre Gegner dagegen waren schwer bewaffnete, dick gepanzerte und gut trainierte Ritter. Wie sollten die hussitischen Bauernheere mit diesem übermächtigen Feind fertig werden? Die Antwort, die die Hussiten auf diese Frage fanden, war bei weitem nicht die einzig mögliche, aber wohl eine der spektakulärsten. Sie machten nämlich aus der Not eine Tugend und kombinierten die Wagen ihrer Bauern mit einfachen Handfeuerwaffen und Geschützen und bildeten daraus ihre berühmten Wagenburgen. Dank dieser fahrbaren Festungen konnten sie die Ritterheere Europas erfolgreich bekämpfen. In diesem Video betrachten wir, wie diese militärische Innovation der Hussiten in der gängigen Literatur dargestellt wird. Der Erfinder der Wagenburg war einer der wichtigsten Anführer der Hussiten und gilt als militärisches Genie. Sein Name war Jan Šiška. Šiška war der Sohn eines böhmischen Aristokraten. Er schlug früh eine militärische Laufbahn ein und sammelte in verschiedenen Kriegen Erfahrung, unter anderem in der berühmten Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1410, die auch als Schlacht bei Grunwald bekannt ist. Schon bald machte er sich als herausragender Taktiker und Experte für die Ausnutzung des Geländes einen Namen. Als die Hussitenaufstände nach dem ersten Prager Fenstersturz im Jahr 1419 begannen, nahm Šiška aufgrund seiner militärischen Erfahrung schnell eine Schlüsselposition in ihren Heeren ein. Später wurde er sogar zum Hauptmann der Hussiten. Als Hussiten werden verschiedene reformatorische und revolutionäre Strömungen im Böhmen des 15. Jahrhunderts zusammengefasst. Sie hatten gemeinsam, dass sie den Lehren des 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannten Theologen und Reformators Jan Hus folgten, daher der Name Hussiten. 1420 eskalierte der Aufstand der Hussiten und entwickelte sich zu einem Krieg. Anfang März rief Papst Martin V. den ersten von 5 Kreuzzügen gegen die Hussiten aus, weil diese sich weigerten, ihre ketzerischen Lehren aufzugeben. Dem folgenden Feldzug schlossen sich viele Ritter Europas an und Šiška musste sich etwas einfallen lassen, um diese schwer bewaffneten und kampferprobten Männer mit seinem unerfahrenen Heer zu bekämpfen. Ein erstes Mal wurde er in der Schlacht von Sudomer im Frühjahr des Jahres 1420 auf die Probe gestellt, wo etwa 400 Hussiten einer Übermacht von 2000 Rittern entgegentraten. Die Hussiten verstärkten ihre Position zwischen mehreren Teichen und einem Sumpf, indem sie ihre linke Flanke und ihre Front mit 12 Wagen deckten. So gelang es ihnen, einen ersten Angriff abzuwehren. Als ihre Gegner schließlich versuchten, sie von der Flanke her zu überrumpeln, gerieten diese in den Sumpf, der sie zwang, von ihren Pferden abzusteigen. Dadurch verloren sie ihren größten Vorteil. In diesem sumpfigen Gelände behinderten sie ihre schweren Rüstungen eher, und als sich Šiška und seine leicht bewaffneten Männer mit schwingenden Dreschflegeln auf sie warfen, wurden die abgesessenen Ritter im Nahkampf niedergerungen. Laut Volker Schmidtchen, einem Experten für hussitische Wagenburgen, sah sich Šiška an, was seine unerfahrenen Männer zu bieten hatten, und erkannte 2 Faktoren, die ihnen einen Vorteil verschaffen konnten. Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Anführer und die außergewöhnliche Kampfmoral. Er erkannte, dass es wenig Sinn machen würde, diese Männer wie Ritter zu trainieren und suchte nach einer Strategie und Waffen, mit denen seine Männer vertraut waren und die sie ohne weiteres benutzen konnten. Solche Waffen fand er in den alltäglichen Werkzeugen der Bauern, in Pickeln, Äxten und in Dreschflegeln, die mit Eisenbändern und Nägeln verstärkt waren. Er machte, wie der Historiker Rudolf Urbanek formuliert, die alltäglichen Werkzeuge der Bauern und Handwerker für neue Zwecke nutzbar. Die Strategie basierte Šiška dagegen auf den Fähigkeiten seiner Truppe. Sie folgte 2 grundlegenden Prinzipien.
Erstens, dass einem die Handlung niemals vom Feind aufgezwungen werden darf. Und zweitens, dass eine defensive Kriegsführung einer offensiven grundsätzlich überlegen ist. In der Praxis setzt er diese Prinzipien um, indem er die Erfahrung der Stadtbewohner unter seinen Männern, die bei der Verteidigung ihrer Städte helfen mussten und dabei gelernt hatten, mit Armbrüsten, frühen Feuerwaffen und Geschützen umzugehen, mit der Geschicklichkeit seiner Bauern im Umgang mit Pferd und Wagen kombinierte. Das Ergebnis waren mit Pulverwaffen ausgestattete Bauernwagen. Die Kriegführung mit Wagen war grundsätzlich nichts Neues. Bereits in der Antike wurden Wagen als Transportmittel zur Sicherung des Gefolges oder zur Errichtung befestigter Lager verwendet. Aber Shishka ging noch einen Schritt weiter und machte sie zum Kernstück seiner neuen Strategie. Er setzte auf Mobilität und Widerstandsfähigkeit. Die Marschordnung seiner Armee war so aufgebaut, dass der gesamte Konvoi in kürzester Zeit in eine Wagenburg zusammengezogen werden konnte. Auf diese Weise konnte unabhängig vom Gelände rasch eine starke Verteidigungsstellung eingenommen werden. Damit brachten die Hussiten eine defensive Taktik auf das offene Schlachtfeld und konnten sie auch offensiv nutzen. Aeneas Silvianus Piccolomini, der spätere Papst Pius II., schrieb sogar, dass die Wagen manchmal eingesetzt wurden, um feindliche Einheiten in Windeseile zu umzingeln. Ob das wirklich so war, ist aber höchst umstritten. Wie dem auch sei, Shishkas Männer waren mit der Verteidigung einer befestigten Position bestens vertraut und die mobilen Mauern der Wagenburg erlaubten damit den untrainierten Hussiten, den schwer bewaffneten Rittern Europas auf Augenhöhe zu begegnen. Zu Beginn nutzten die Hussiten einfache Bauernwagen, aber schon bald optimierten sie ihre Fahrzeuge für den Krieg. Ab 1422 ließ Shishka spezielle Kriegswagen bauen. Diese hölzernen Panzer waren größer und stabiler als die gewöhnlichen Bauernwagen und die Besatzung konnte sie über klappbare Rampen betreten. Die Außenwände wurden mit zusätzlichen Brettern verstärkt und es konnte sogar eine zweite Seitenwand angebracht werden. Diese bestand entweder aus zwei massiven horizontalen Brettern oder war mit dreieckigen Schießscharten versehen. Diese Außenwand wurde in einem leichten Winkel angebracht, damit Geschosse nicht in einem 90-Grad-Winkel auf sie auftrafen und damit besser abgebremst wurden. Laut Volker Schmidtchen führte jeder Wagen nur eine dieser zusätzlichen Wände mit. Sie wurde immer auf der Seite angebracht, die der Gefahr zugewandt war. Damit auch nicht unter dem Wagen hindurch geschossen werden konnte, wurde zwischen dem Unterboden des Wagens und der Erde ein weiteres Brett montiert. Die Besatzung eines Kriegswagens bestand in der Regel aus etwa 20 Mann. Zwei davon kümmerten sich um die Pferde, 6 trugen Armbrüste, 2 einfache Handfeuerwaffen, 8 Dreschflegel, Morgensterne, Spieße oder andere Nahkampfwaffen und 2 trugen große viereckige Schilde, sogenannte Pavesen, um Lücken und Ausfalltore in der Wagenburg abzudecken und zu verschließen. Auf dem Marsch bildeten die Wagen, wenn immer möglich, 4 Kolonnen, wobei die äußeren länger waren als die in der Mitte, um schnell eine Wagenburg bilden zu können. Diese breite Formation war aufgrund des Geländes nicht immer möglich, aber die Erfahrung zeigte, dass selbst 2 längere Kolonnen rasch zusammengezogen werden konnten. Ein schnelles Reagieren war aber nur mit einer guten Kommunikation möglich, die mit Hilfe von Fahnen, mit denen Befehle entlang der Kolonnen übermittelt werden konnten, sichergestellt wurde. Eine Pioniereinheit ging voran und räumte Hindernisse aus dem Weg, während leichte Kavallerie die Gegend erkundete. 2 weitere, etwas größere Kavallerieeinheiten bildeten die Vor- und Nachhut. Im Falle eines Angriffs war es ihre Hauptaufgabe, den Feind aufzuhalten, bis ihre Kameraden eine Wagenburg gebildet hatten. Dabei wurden die Wagen je nach Gelände in einem Kreis oder Quadrat zusammengezogen. Wenn sie in Position waren, wurden die Pferde in die Mitte gebracht und die Wagen mit Ketten zusammengebunden. Letzte Lücken und Ausfalltore wurden anschließend mit Pavesen gesichert, während die Artillerie und die Schützen den Feind bereits erwarteten. Dann verließen die meisten Nahkämpfer ihre Wagen
und schlossen sich der restlichen Infanterie an, die unabhängig von den Wagen kämpfte. Wenn es jedoch notwendig war, konnten sie blitzschnell ihre Position wieder beziehen. Das war möglich, weil die Hussiten Wert auf eine klare und strenge Rangordnung legten. Jeder Wagen bildete eine taktische Einheit mit einem eigenen Kommandanten. Dadurch konnten Befehle des Oberbefehlshabers rasch weitergegeben und effizient ausgeführt werden. Sobald die Wagenburg bereit war und alle ihre Position bezogen hatten, kamen die kleinen und mittelgroßen Geschütze in den Wagen zum Einsatz. Diese waren mit Steinkugeln oder sogenanntem Hagel, Streuschüssen aus Nägeln, Steinen oder kleinen Bleigeschossen bestückt. Volker Schmidtchen streicht heraus, wie effizient solche Ladungen waren. Bei einer durchschnittlichen Kampfdistanz von etwa 100 Metern hatten solche Streuschüsse eine verheerende Wirkung, sowohl gegen Kavallerie als auch gegen Infanterie. Und die Geschütze auf den Wagen hatten einen weiteren Vorteil. Sie konnten sehr schnell bewegt und innerhalb der Wagenburg verschoben werden. Bis zu einem Fünftel aller Wagen konnte mit Geschützen ausgestattet sein. Das heißt, ein Hussitenheer mit 185 Kampfwagen konnte bis zu 35 Kanonen zur Verfügung haben. Wann immer möglich, wurden die Geschütze an der Front konzentriert, von der ein Angriff erwartet wurde. Mit einer Artilleriesalve, in den meisten Fällen genügte eine einzige, wurde dann den angreifenden Truppen der Schwung genommen. Wenn der feindliche Angriff durch die Artillerie ins Stocken gebracht worden war, traten die Pavesenträger zur Seite und die Infanterie stürmte aus den Ausfalltoren und startete einen Gegenangriff. Oftmals wurde das mit einem Flankenangriff der Kavallerie kombiniert. In diesen Fällen griffen die Fußsoldaten durch das nächstgelegene Ausfalltor an, während die Kavallerie die Wagenburg auf der Rückseite verließ, um den Feind herumritt und sich dann in seine Flanke warf. Die Wagenburgen der Hussiten beeindruckten die Taktiker und Anführer der Zeit und es gab verschiedene Versuche, sie in andere Armeen zu integrieren. Bis ins 17. Jahrhundert waren Wagenburgen in diesem Stil immer wieder Bestandteil von Armeen. Aber irgendwann hatten die hölzernen Wagen den immer besser werdenden Schusswaffen nichts mehr entgegenzusetzen und die Wagenburg verschwand von den Schlachtfeldern Europas.